Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Videopodcast aus dem Europaparlament in Straßburg. Diese Woche findet hier die erste Plenarwoche des neu gewählten Parlaments statt. Dabei standen schon wichtige Abstimmungen und Debatten auf der Tagesordnung. Bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag haben wir erst einmal Martin Schulz als Präsident für die kommenden 2,5 Jahre wiedergewählt, mit überragender Zustimmung. Martin ist auch der erste Präsident in der Geschichte des Europäischen Parlaments, der für eine zweite Amtszeit gewählt wurde. Wir Sozialdemokraten sind ganz besonders stolz darauf, dass einer aus unseren Reihen ein zweites Mal dieses Amt ausübt. Lieber Martin, auch auf diesem Wege noch einmal herzlichen Glückwunsch. Anschließend haben wir alle 14 Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments gewählt. Auch bei der Vergabe dieses Amtes sind wir Sozialdemokraten sehr gut aufgestellt. Aus unserer Fraktion haben 3 Abgeordnete aus Rumänien, Frankreich und Italien das Amt des Vizepräsidenten erhalten. Am Mittwoch hat das Parlament die zahlenmäßige Zusammensetzung der Ausschüsse für die neue Legislaturperiode festgelegt. Und heute werden wir über die konkreten Mitgliederlisten für die Ausschüsse abstimmen. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Industrie, Energie und Forschung mit insgesamt 67 Mitgliedern, der zweitgrößte Ausschuss des Parlaments. Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass ich als einzige SPD-Abgeordnete Vollmitglied dieses Ausschusses bin. Am Mittwoch hat dann außerdem Matteo Renzi das Programm der italienischen Ratspräsidentschaft für die kommenden 6 Monate vorgestellt. Renzi hat mit uns vor allem über die Prioritäten diskutiert. Die italienische Ratspräsidentschaft wird sich auf die Themen Wachstum, Beschäftigung, Einwanderung, die Klima-, Energiepolitik und Europa konzentrieren. Ja, und in Zukunft werde ich dann regelmäßig aus Straßburg berichten und freue mich über Ihr Feedback. Und zuletzt möchte ich noch auf eins hinweisen. Mir ist das sehr nahe gegangen, als die europäische Hymne abgespielt wurde im Parlament. Und ich fand es entsetzlich, dass sich die Rechtsradikalen bei diesem Anlass uns allen den Rücken gekehrt haben. Uns, den europäischen Abgeordneten und Europa. Das ist mir auch sehr negativ sehr nahe gegangen. Aber trotzdem, ich war sehr gerührt von dieser ersten Woche und entsende euch überall nach Nordhessen viele Grüße aus dem sonnigen Elsass. Vielen Dank.